Warum Kochlöffel? Weil es egal ist. Ich nehme sie einfach in der Hand und versuche, entweder mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger zu zeigen. Daumen oder Zeigefinger. Seht ihr das? Das war jetzt der Kochlöffel vorne. Ja? Jetzt ist der Kochlöffel hinten. Der Daumen zum Beispiel, ja? Oder der Zeigefinger. Was macht der Zeigefinger? Er drückt nach unten und meine Unterarm, also in dem Fall, das ist der weiche Teil meines Unterarms, den wir vorhin erwähnt haben, der drückt dagegen. Jetzt habe ich eine sehr gute Position. Es ist egal, ob ich den Daumen habe, das ist ein bisschen schwieriger mit dem Nehmen, den Zeigefinger, aber eine Spannung entsteht. Ja, jetzt entsteht eine Spannung. Jetzt könnte ich theoretisch hier zustechen. Das Stechen ist dasselbe wie ein Schlag. Und das gleich einmal zum Löffel. Jetzt habe ich nur einen Löffel. Ja. Der gibt genau dasselbe. Wie nehme ich ihn? Der Daumen. Hat ihn. Jetzt habe ich eine Schlagfläche. Das heißt, kann man hier sehr gut arbeiten. Weil dieses kleine Stückchen, das da wegsteht, ich glaube, ein bisschen mehr wehtut als mein Daumen selbst oder meine Faust. Und hinten habe ich einen Löffel. Jetzt haben wir zwei Schlagarten ja schon gelernt. Das eine ist ein normaler Schlag. Das mache ich in dem Fall mit der Spitze. Ja? Und der andere wäre ein Hammerschlag. Das wäre dann mit dem anderen Teil. Das heißt, ich könnte von hier sehr gut stechen und dann einen Hammerschlag machen. Wir denken uns das einfach als Waffe und wir können sich vorstellen, dass man damit sehr viel erreichen kann. Wenn ich das umdrehe, ist es genau dasselbe. Ja? Jetzt habe ich einen Löffel vorne, da kann man super arbeiten. Und hinten habe ich den kleinen Knauf. Das Ganze mit dem Kochlöffel oder hier habe ich einen Pfannenwender oder was das immer ist. Genau dasselbe. Eine Vorderseite, eine Rückseite. Ja? Am besten funktioniert das mit dem Zeigefinger. Das heißt, eins, zwei. Ein Kugelschreiber. Ein Stift. Einfach hier mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger. Einmal oder zweimal. So nehme ich beide in die Hand. Wir geben es da einfach nach hinten, dass das Ellbogen zum Ziel zeigt. Schön in die Knie gehen. Ellbogen zeigen zum Ziel. Und jetzt machen wir einfach nur einen Hieb da und mit dem anderen Hieb von oben nach unten. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Wieder zurück. Der ganze Körper, der ganze Körper. Es geht hier nicht um die Schlagstöcke, sondern es geht hier um Training für unsere Hüften. Jetzt versucht wirklich da nach unten zu gehen, wieder nach oben zu gehen und gleichzeitig mit den anderen nach unten zu gehen und achtet auf eure Hüfte, dass es ein schönes Hüfttraining wird. Eins, 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 eins. Schön in die Hüfte achten. Einfach runter, nach oben, von oben nach unten und wieder zurück. Eine Achter. Eins, zwei, zurück. Eins, zwei, zurück. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Nächste. Runterschlagen, aufschlagen. Runter, aufschlagen. Runter, aufschlagen. Jetzt legen wir einen weg, jetzt reicht uns ein Kochlöffel, was auch immer. Wie gesagt, das ist similar zu jedem Schlagstock, den ihr kennt. Die beste Länge ist eine Armlänge, ja, von einem Schlagstock. Das ist die normale Länge, aber wenn ihr hier schaut, wir könnten sogar jetzt blocken. Ja, wir könnten hier den Block machen. Versuchen wir mal vorne offen zu handeln. Und hinten stechen. Offen stechen. Offen stechen. Offen stechen, offen. Offen stechen, offen. Offen stechen, offen. Offen stechen, offen.
Mit der zweiten Bewegung, mit dem Stich, gehen wir nach vor. Offen nach vor gehen und stechen und wieder zurück. Offen nach vor gehen, stechen und wieder zurück. Immer zurückgehen. Hinein und wieder zurück. Also nicht zum Kopf, sondern eher nach unten. Einmal, zweimal, einmal. Einmal, zweimal, einmal. Schlagen vorne. Wir stechen, wir schlagen vorne und jetzt machen wir Blockbewegung. Und zwar in diese Richtung und blocken. Offen, Stich. Offen, Block. Und wieder aus. Der Block und jetzt stechen wir zu. Offen, Stich. Offen. Block, zustechen. Offen, Stich. Offen, Block, zustechen. Offen, Stich. Offen, Block, zustechen. Offen, Stich. Offen, Block und zustechen. Offen, Stich. Offen, Block, zustechen. 1, 2, 3, 4, 5. Daher einmal. Und jetzt stechen wir hinein. Also, Block und wir steigen richtig hinein. Offen, Stich, offen, Block, hineinstechen. Block, hineinstechen. Jetzt beide Richtungen. Offen, Stich, offen, Block, Schlag. Offen, Stich, offen, Block, Stich. Wieder raus. Offen, Stich, offen, Block, Schlag. Offen, Stich, offen, Block, Stich. Von der Seite. Offen, Stich, offen, Block, Schlag. Offen, Stich, offen, Block, Stich. Eins, Kick, Block, Stich und zurückgehen. Eins, Kick, Block,